Hey Leute, grüß euch. Ein neues Video bei uns auf dem Kanal von Nevska. Heute geht es wirklich nicht um mich oder meinen Kollegen Max und machen eine Produktvorschau, sondern wir haben heute einen ganz speziellen Gast. Und ihr merkt schon, meine Brille beschlägt. Ich werde mal meine Maske abnehmen. Dann kann ich euch wieder sehen und kann besser atmen. Zu dem Gast werde ich natürlich den gebührenden Abstand von 2 Meter halten. Und wer mir dabei hilft, ist der X7, der hier neben mir steht. Wir haben heute den Jörn bei uns. Jörn Schlönfe. Den Herrn Jörn Schlönvogt. Wer ist das? Genau, richtig. Spielt bei einer sehr bekannten Fernsehserie mit. Vor den 20 Uhr Nachrichten eigentlich sehr, sehr präsent im Fernsehen. Und ich würde mal zu sagen, Yannick, schwenk doch einfach mal rüber. Ja, da ist er, der hier Schönpunkt. Freut mich sehr, dass ich jetzt Teil der Nevska-Familie bin und dieses unglaubliche Auto fahren darf. Ich bin schon richtig gespannt, wie es ist, und das erfahrt ihr natürlich auch alles hier auf dem YouTube-Kanal. Ja, X7 passt natürlich perfekt zu der Situation von Jörn mit einer Tochter, Familienauto und natürlich sehr exklusiv. Wollt ihr ein bisschen mehr sehen zu dem Auto? Ich glaube schon, ne? Das zeigen wir euch jetzt gleich mal. Und dann gibt es noch ein spannendes Interview mit Jörn und da verrät er mir vielleicht ein paar Infos, die ihr noch nicht wisst. Also bleibt dran, bis gleich. Schön, dass du da bist. Ich glaube, die Leute interessiert es jetzt, wer bist du eigentlich? Stell dich doch mal ganz kurz vor. Mein Name ist Jörn Schlönvogt. Ich bin Schauspieler, Familienvater, Startup-Investor und großer BMW-Fan. Jetzt, wo du es schon sagst, großer BMW-Fan, wie kam diese Affinität zu Autos oder generell zu BMW? Das ging relativ früh los, weil mein Vater immer BMW gefahren ist. Das ist quasi in meiner DNA. Ich mag sportive Autos, aber auch sichere Autos. Ich bin ein riesen SUV-Fan und finde, gerade bei BMW gibt es genau die richtige Mischung. Also da gibt es quasi für jeden etwas. Ja, und kannst du jetzt, was ich glaube schon viermal hier bei uns, ne? Was war so das Erste, was dir bei Nevska aufgefallen ist? Ja. Das Erste, was mir bei Nevska aufgefallen ist, ist die familiäre Atmosphäre. Und das hat mich total angezogen, weil ich selber auch aus einem Schauspielteam komme, was sehr familiär ist, sowieso ein Familienmensch bin. Und ich dachte, boah, das ist ja aber total privat hier und einfach eine richtig nette, familiäre Situation. Warum eigentlich BMW X7? Kannst du mir noch mal ein bisschen erzählen, warum dieses Modell gerade? Für mich als Familienvater ist Sicherheit natürlich an allererster Stelle und ich finde es einfach toll, ein großes Auto zu haben mit viel Platz. Du hast doch als Familie immer was dabei. Also da ist noch eine Tasche mit dabei und ein Kinderwagen. Du kriegst alles rein, ohne dich irgendwie, ohne irgendwie Tetris spielen zu müssen. Und das macht einfach sehr viel Freude. Und ich mag auch Autos, die trotzdem sportiv sind. Ja. Nicht, dass du in einem SUV sitzt und du denkst, du kommst überhaupt nicht voran, und das ist bei dem X7 einfach, das ist einfach Wahnsinn. Ja? Dieses Auto sieht nicht nur aus wie aus einem Guss, es fährt sich wie auf Wolken. Das ist echt toll. Und dann interessiert uns natürlich, wie verbringst du eigentlich die Feiertage? Ja, ganz klar, die erste große Fahrt wird nach Bayern sein, zu der Familie meiner Frau. Da werden wir ein paar ruhige Tage verbringen. Wir machen natürlich auch alles ganz klein, so wie vorgeschlagen von der Bundesregierung oder empfohlen, weil wir Corona definitiv sehr ernst nehmen. Und es wird keine große, ausgedehnte Familienfeier, so wie es sonst in den letzten Jahren immer war. Aber wichtig ist einfach, dass die Familie zusammenkommt, dass wir ein ruhiges und besinnliches Fest haben. Ja. Dann hoffen wir, dass 2021 Corona-freier wird, dass wir die ganze Situation besser unter Kontrolle kriegen. Ja.
Und das wird die erste Fahrt auf jeden Fall sein. Ja, ja. Deine Tochter wird sicherlich auch auf das Auto freuen, oder? Sie hat es ja ganz kurz mal gesehen gehabt, oder? Delia hat es bei der Probefahrt gesehen und als sie drin saß, meinte sie, Papa, das ist ein schönes Auto. Und ich musste so lachen, ja, weil es einfach so süß ist. Sie hat sofort erkannt, dass es ein tolles Auto ist und fand auch den Sternenhimmel unglaublich schön. Ich weiß nicht, ob man es jetzt im Video sieht, aber wir haben ja diesen Sternenhimmel, Panoramaglas. Das ist perfekt, ja, um Delia irgendwie abzulenken. Und dann hast du hinten auch noch einen Fernseher, sie kann also auch streamen und sich irgendwas angucken. Ja. Das ist gut. Also ich glaube, ich werde jetzt bei der Autofahrt sehr viel ruhiger unterwegs sein können. Ja, das freut mich sehr. Würde ich auch tatsächlich jetzt abschließen, das Gespräch. Ich wünsche dir allzeit gute Fahrt und ich glaube, wir sehen uns auch häufiger jetzt in der nächsten Zeit, oder? Wir werden uns sehr viel häufiger sehen. Wir haben da einige schöne Sachen, deswegen können sich alle Leute darauf freuen und gespannt sein, was da kommt. Ich freue mich. Danke, Jan, fürs Video. Danke.